Bis zum Start der Handball-Bundesliga in das Jahr 2017 dauert es noch ein bisschen, aber Handball gibt es trotzdem schon. Am 22. Januar gab es die 18. Auflage des Peugeot Cups in Dessau. Wie in jedem Jahr kommen 6 hochkarätige Mannschaften in der Anhalt Arena zusammen, um hier den Peugeot Cup auszutragen. Unsere Frage an den SCM-Trainer: Da das Turnier unabhängig von der Bundesliga läuft, kann man dieses Turnier aus SCM-Sicht als ein Fit-for-Fun-Turnier bezeichnen? Also Fun ist es nicht. Wir sind ja keine Hobbymannschaft oder so. Wir sind schon eine professionelle Sportmannschaft. Aber wir sind jetzt 1,5 Wochen im Training und haben natürlich andere Schwerpunkte gehabt als die Ballarbeit. Wir waren mehr im athletischen Bereich unterwegs. Die Jungs sind im vollen Training. Ich habe diese Periodisierung jetzt nicht auf den Peugeot Cup ausgelegt. Der ist halt mittendrin. Das soll halt eine Trainingseinheit mit hoher Intensität sein. Doch es bleibt hierbei nicht bei modifizierten Trainingseinheiten. So wird hier die Chance genutzt, durch die fehlenden WM-Teilnehmer mehrere A-Jugendspieler mitzunehmen und mit der Mannschaft auflaufen zu lassen. Und dabei geht für den einen oder anderen ein Traum in Erfüllung. Ja, also ich kenne ja den Peugeot Cup schon daher, dass ich ja hier geboren bin und hier lange als kleiner Stift selber zugeguckt habe. Und für mich war es natürlich immer ein Traum, hier auch mal mitzuspielen. Und auch wenn ich jetzt, sag ich mal, nicht viel spiele, aber es ist natürlich eine super Ehre, hier damit dabei zu sein. Für die A-Jugendspieler bedeutet dies, sich im neuen Team erstmal zurechtzufinden. Dabei werden sie natürlich von den erfahrenen Spielern unterstützt und bekommen dabei den ein oder anderen Tipp. Mit dieser Verstärkung startete der SCM nun in das Turnier. Zum Auftakt gab es einen 15:14 Sieg über die Füchse Berlin. Im Anschluss ging es gegen den Gastgeber Dessau-Roßlauer HV 2006. Nach vorzeitiger Führung kam der Gastgeber nochmal heran und schafft mit dem Abpfiff das Unentschieden 13:13. Im letzten Spiel der Vorrunde gewannen die Füchse gegen Dessau-Roßlau und damit war klar, der SCM spielt um Platz 1 des Peugeot Cups. Der Finalgegner hieß TBV Lemgo. Der SCM geht früh mit einem 2-Tore-Vorsprung in Führung und hielt diesen bis zur Halbzeit. Die Lemgoer kamen zwar noch einmal heran, doch der SCM ließ sich nicht beirren und stellte den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Das Spiel souverän zu Ende und gewannen mit 15:13. Ein verdienter Sieg des SC Magdeburg, bei dem auch die jungen Spieler ihren Teil mit eingebracht haben. Ja, die waren sehr engagiert, die haben die Lücken sehr gut gefüllt, muss ich sagen. Haben sich gut integriert in der kurzen Zeit und gerne wieder.